Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserer Reihe Eine Brücke von Gott in unseren Alltag. Herzlich willkommen auf unserem Kanal der Kirche Osterzgebirge. Eine Brücke von Gott in unseren Alltag. Der Titel ist so gemeint, dass ich davon ausgehe, dass Gott zu uns eine Brücke auf jeden Fall bauen möchte, zu uns als seinen Kindern sozusagen, und wir ja auch in der einen oder anderen Form die Brücke zu Gott bauen möchten, aber manchmal fällt es uns schwer, wir denken nicht dran oder aber wir haben ein bisschen Schwierigkeiten mit den verschiedenen Texten, die es von und über und mit Gott gibt, nachzuvollziehen, zu verstehen. Aus diesem Grunde auch diese kleine Videoreihe hier. Heute geht es um einen Text aus dem Matthäusevangelium. Man könnte es überschreiben mit dem Titel »Ich bin gekommen, um zu erfüllen«. Ich möchte zunächst einen kurzen Text aus der Bibel vorlesen, aus dem Matthäusevangelium, dann ein paar Gedanken zu diesem Text und schließlich ein Gebet für den Alltag. Ein kurzes Stückchen aus dem Matthäusevangelium. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jota und kein Häkchen des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Sich an Recht und Gesetz zu halten, das sollte erste Bürgerpflicht sein. Gesetze haben das Ziel, ein sinnvolles und möglichst gutes, friedliches Zusammenleben zu ermöglichen, beziehungsweise im Fall der Übertretung eines Gesetzes zu ermahnen oder zu bestrafen. Hier auch wieder mit dem Ziel, das Zusammenleben wieder zu ermöglichen. Gesetze sind manchmal recht allgemein gehalten, manchmal sehr konkret auf bestimmte Situationen bezogen. Dennoch müssen Richter im Streitfall immer wieder überlegen und abwägen, ob und wie eine Gesetzesübertretung im Einzelfall bewertet wird und gegebenenfalls bestraft wird. Viele Aspekte müssen berücksichtigt werden, unter anderem die Absicht oder die Zurechnungsfähigkeit, der Wert des Streitobjekts, Wiederholungsrisiko und vieles anderes mehr. In gewissem Sinne hängt es also vom Richter ab, der nach Abwägung aller Aspekte Recht spricht und eine Strafe oder eine Aufhebung der Anklage verfügt. Wenn der Richter sich ausschließlich an den Buchstaben des Gesetzes halten würde, wie es einmal aufgeschrieben wurde, könnte es vorkommen, dass eine Strafe zu hart ausfällt. Nur ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal an, jemand hat aus einem Laden ein Brot gestohlen, mitgenommen, ohne zu bezahlen. Ja, und das ist ein Diebstahl und wird mit einer Geldstrafe oder vielleicht einer Haftstrafe belegt. Im Strafgesetzbuch, Paragraph 242, zum Nachlesen, wer eine fremde, bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, erstmal auf den ersten Blick nachvollziehbar. Was ist aber, wenn jemand hart bestraft wird, obwohl er kurz vor dem Verhungern ist? Wenn der harte Richter sich an den Buchstaben des Gesetzes hält, wird die Strafe hart sein. Wenn der Richter aber recherchiert und befragt und bewertet und abwägt, dann wird er einen Einblick in das Leben des Diebs bekommen und die Strafe entsprechend anpassen. Der Richter wird sich dann nicht an den exakten Buchstaben des Gesetzes halten müssen, sondern im Sinne des gemeinsamen Zusammenlebens urteilen. Er wird den Dieb ermahnen, aber vielleicht dafür sorgen, dass er in einer sozialen Einrichtung ausreichend zu essen bekommt und seine Schuld zum Beispiel durch soziale Arbeit begleicht. Dieser Richter wird also milde walten lassen. Er wird sein Urteil in einem sehr allgemeinen Sinne des Wortes liebevoll gestalten. Ich denke, etwas Ähnliches in diesem Sinne meint Jesus, wenn er sagt, dass er nicht gekommen sei, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben,
sondern er ist gekommen, um zu erfüllen. Das heißt, das von Menschen häufig zu hart verstandene Gesetz, das heißt, dem Buchstaben getreu das zu erfüllen, das entspricht nicht dem, was Gott ursprünglich angedacht hat. Gottes Ziel scheint es gewesen zu sein, dass seine Schöpfung, also auch der Mensch, in guter und liebevoller, konstruktiver Weise leben und miteinander umgehen kann. Auch eine diesem Ziel widersprechende Tat oder Handlung muss nicht mit dem Tod bestraft werden, sondern braucht eine ins Detail gehende Aufklärung und liebevolle Betrachtung des Täters, auch wenn das im Einzelfall für die Betroffenen schwer nachvollziehbar ist. Dazu gibt es schon auf unserem Kanal ein Video mit dem Titel »Liebt eure Feinde«, werde ich hier nochmal einblenden, gerne zum Nachschauen und Nachlesen im Bibeltext. Jesus hebt also das göttliche Gesetz damit nicht auf, sondern er erfüllt es, indem er deutlich macht, dass es nicht auf das buchstabengetreue, also fundamentalistische Beachten von Schriftstücken ankommt. Vielmehr kommt es auf den Geist an, in welchem dieses Gesetz, dieser Text entstanden ist oder formuliert wurde, nämlich der Geist der Liebe. Das betrifft nicht nur das göttliche Gesetz, das betrifft auch die menschengemachten Gesetze mit ihren vielfältigen Ausprägungen, sei es das Strafgesetzbuch, das bürgerliche Gesetzbuch oder welches auch immer. Schriftgelehrte und Pharisäer, das sind diejenigen, die die Gesetze bis ins letzte Detail kennen, ist erstmal in Ordnung, aber dann der Meinung sind, dass nur das buchstabengetreue Einhalten der Gesetze und eine entsprechend harte Bestrafung bei Übertretung eines Gesetzes erfolgen muss, ohne eine genauere Beachtung der Umstände. Jesus hat seinen Jüngern und damit auch uns heute mitgegeben, dass die Gesetze etwas Wichtiges sind. Er wird sie nicht aufheben, die Gesetze, aber eben mit dem Ziel eines liebevollen, wertvollen, würdigen Zusammenlebens. Das ist die Beachtung der Gesetze, das ist das Erfüllen der Gesetze. Eine Übertretung von Gesetzen sollte aufgearbeitet werden, keine Frage, aber mit Augenmaß und Liebe, auch wenn es manchmal schwer fällt. Und das gilt dann auch für unseren ganz normalen Alltag, für jeden Konflikt, für jeden Streit. Mit Augenmaß und Liebe den Konflikt ansprechen, die Ursachen und Zusammenhänge gemeinsam erarbeiten und gemeinsam und liebevoll eine Lösung finden. Ein Gebet für den Alltag. Guter Gott, du hast dein Gesetz wundervoll gestaltet, nicht als Erschwernis für uns Menschen, sondern um das Zusammenleben zu erleichtern. Gib mir und uns allen die Weisheit und die Kraft, Übertretungen deines Gesetzes der Liebe offen, aber liebevoll zu klären. Amen. Vielen Dank, dass Sie wieder bis hierher geschaut und gehört haben. Wenn Sie Kommentare, Anregungen, eigene Gedanken haben, gerne bitte unten in den Kommentaren hineinschreiben. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, denken Sie bitte an den Daumen nach oben und auch den Kanal zu abonnieren. Und teilen Sie auch gerne dieses Videos mit dem Button Teilen unterhalb des Videos. Gerne auf all Ihre sozialen Kanäle, die Sie sonst haben, per E-Mail, auf WhatsApp, TikTok oder was immer Sie auch gerne haben. Teilen Sie es gerne, würde ich mich sehr freuen, denn je mehr die Menschen das sehen, je mehr sie auch abonnieren den Kanal, umso mehr Menschen wird dieser Kanal auch angezeigt und sie bekommen die entsprechenden Videos. Jede Woche gibt es mehrere. Bis zum nächsten Video. Tschüss.